Start the change. Aber bevor man eine Veränderung bewirken kann, muss man zunächst über Plastik im Allgemeinen informiert sein. Es gibt drei Sorten an Plastik, die durch viele chemische Vorgänge für diverse Nutzungen hergestellt werden. Die erste Gruppe der drei, die wir näher betrachten werden, sind die sogenannten Thermoplaste, wie zum Beispiel Polyethylen, Polypropylen und Polyvinylchlorid, hauptsächlich genutzt für Verpackungsmaterialien. Danach kommen die Elastomere, wie zum Beispiel Polyethylenterephthalat, welches in der Regel für Wasserflaschen verwendet wird. Zuletzt sind Duroplaste wie Silikon oder sogar Polyester zu nennen. Legen wir jedoch nun den Fokus auf Mikroplastik und seinen Kreislauf. Mikroplastik ist normalerweise kleiner als 5 mm. Diese Partikel werden für Kosmetika hergestellt oder entstehen durch Zerfall von regulärem Plastik. Durch unseren Müll und unser Abwasser gelangen diese Partikel in das Grundwasser. Nun betrachten wir drei Wege, wie Mikroplastik und seine giftigen Chemikalien in unsere Lebensmittelkette gelangen, nachdem sie in einer Abwasseranlage aufbereitet wurden. Der erste Weg ist, daraus Dünger herzustellen, welcher unsere Pflanzen gedeihen lässt, um unsere Tiere zu füttern, damit wir sie zuletzt verzehren können. Ein weiterer Weg ist durch Abwasser, welches in die Ozeane geleitet wird. Hier filtrieren die Fische durch ihre Wasser- und Nahrungsaufnahme die Mikropartikel in ihrem Körper. Zuletzt landen die Fische als Gericht auf unserem Tisch. Der letzte Weg ist durch normales Trinkwasser, da dieses bereits mit Partikeln aus dem Grundwasser verschmutzt ist. Aber sehen wir uns die positiven Seiten von Plastik nun genauer an. Es ist veränderbar, hitzebeständig, leichtgewichtig, günstig, langlebig und transparent. Zusätzlich auch vielseitig und geruchlos. Es gibt viele herausragende Ideen für die Nutzung von Plastik, jedoch auch negative Seiten. Es ist allgegenwärtig, hegt viele Gefahren durch viele gefährliche Chemikalien, hat einen langen Zerfallsprozess und führt zur Verwicklung von Tieren. Wie man also sehen kann, ist Plastik schädlicher für die Umwelt und den gesamten Planeten, als man vielleicht zuvor dachte. Aber keine Angst, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die bereits an Alternativen für Plastik arbeiten und wir haben die Lösungen für einen plastikfreien Lebensstil. Zum Beispiel nimmt man eigene Tüten zum Einkaufen mit, damit man nicht jedes Mal eine Tüte braucht, wenn man an der Kasse steht. Oder man nimmt zum Beispiel eine Zahnbürste, die komplett aus Holz gefertigt ist. Wir haben viele Rezepte auf unserer Internetseite, um sogar die eigene plastikfreie Zahnpasta herzustellen. Und es gibt auch plastikfreie Seifen, die den pH-Wert beibehalten. Auch nimmt man zum Beispiel Holzlöffel und Geräte zum Kochen und sogar zum Putzen danach nimmt man plastikfreie Produkte wie Essig. Sehen Sie sich unsere Links auf unserer Webseite an, um weitere Informationen zu erhalten. Sehen wir uns zwei brillante Alternativen an. Zum Beispiel gibt es 160 Milliarden Wasserflaschen, welche weggeworfen werden. Nur 20% davon werden recycelt, was 128 Milliarden Flaschen übrig lässt. Aber mit nur 6000 Flaschen lässt sich ein Haus in einem dritte Weltland bauen. Ist das nicht genial? Oder das Projekt von Boyan Slat, dem Gründer und Chef der Ocean Cleanup Group, einer Gruppe, die V-förmige Netze erfunden hat, welche die Oberfläche des Meeres von Plastikmüll befreien. Nachdem Sie nun über Plastik und seine schädlichen Seiten Bescheid wissen, ist es an der Zeit anzuhalten und zurückzuspulen. Denn jetzt können Sie umdenken und eine Veränderung bewirken. Rethink and start the change.